Und damit herzlich willkommen, liebes Universal, let's brutzeln mit dem bösen Chaos-Droger. Ja, ihr habt's vermisst, ich weiß. Und ich werfe das nur als kurzes Video so mit ein, dass ihr was zu gucken habt, weil die anderen Videos, da komme ich momentan noch nicht zu ändern. Und so. Deswegen heute von mir für euch Erbarme. Warum? Weil ich das sage. Denn jetzt bin ich endlich fertig mit meinen Arbeiten zu Hause. Und deswegen, ja. Hallo? Hä? Geh da rein, du Sau. Oh toll, man muss den richtigen Spot treffen. Das ist gar nicht so einfach. Wie, noch mehr Zucker? Damn, da ist aber viel Zucker im Rhabarber. Irgendwie, Moment. Ich muss mal kurz so. Ich krieg jetzt. Ich hoffe, das passt so. Ich weiß nicht, irgendwie komisch, aber gut. Pflanzenfett. Mhm. Ja, wie gesagt, die einen oder anderen haben es ja schon mitgekriegt, dass die ehemalige Küche in eine Art Duschparadies und Stuff verwandeln. Und ja. Weil das so ist, habe ich halt viel zu tun und deswegen komme ich nicht wirklich zum Aufnehmen. Beziehungsweise das, was ich aufgenommen habe, da komme ich nicht zu, es zu rendern. Ihr werdet lachen. Und ja. Leider so. Und ich treffe den Spot von diesem Dings nicht. Von dem Topfblümchen-Schlüsselteil. Und ja. Das hat wahrscheinlich viel zu lange gedauert, aber gut. Hier noch mehr Eiswasser. Meine liebe Sarah, du bist aber ganz schön. Du bist eine ganz schön wässrige Person, du. Ja, ich lutsche einen Bonbon. Ich soll ja weniger rauchen, deswegen fresse ich jetzt Bonbons. Weil. Deswegen. Mhm. Okay. Yay, level up, bitches. Oder so. Hey Sarah, was möchtest du von mir? Möchtest Erdbeeren? Oder? Nein, du möchtest Rhabarber. Da habe ich doch gerade Rhabarbern mit Erdbeeren verwechselt. Jetzt kommen die Erdbeeren. Und dieser Rhabarberkuchen, der wird garantiert viel zu süß. Süßer Rhabarber ist widerlich. Es gibt nichts Besseres als Rhabarber-Rohessen aus dem Garten, weißt du? Wenn der so sauer ist, dass er einem die Falten aus dem Sack zieht. Wer das noch nie gemacht hat, der sollte das mal probieren. Das ist definitiv sehr zu empfehlen. Maisstärke, was die alles in ihren Kuchen reintut. Ja, wie ihr vielleicht im Hintergrund bemerkt habt, ich habe passende Musik dazu genommen. Denn, ich habe ja letztens auch mal wieder versucht, etwas Kochmäßiges zuzubereiten, und zwar Basmati-Reis, den dann meine Mutter derartig nachgewürzt hat, dass er einem das Hirn weggesprengt hat, nachdem man ihn gegessen hat, weil er unwahrscheinlich scharf war. Was aber dann im Nachhinein hieß, es wäre meine Schuld. Dabei habe ich nicht nachgewürzt. Meine Mutter hat nachgewürzt. Meine Mutter hat da drin rumgerührt. Quasi. So wie jeder Kochlevel. Nur statt Salz und so war Tapazze Tabasco und noch mehr unzählig Curry und Paprika reingekippt. Und ja, ich bin feige. Ich habe einen Fertig-Basmati-Reis genommen. Also ich musste da nicht mehr viel machen. Weil das wäre ja auch sonst lame gewesen. So, oh. Oh, clever. Okay. Lump. Hä? Check ich nicht. Achso, ich sollte das nur reindrücken. Oder sowas. Okay. Mhm. Ach, jetzt schaffe ich das. Das soll so eine. Ah. Oh. Aha, clever. Oho. Hm.
Ich sehe schon, da wird kein Kuchen, da wird eher eine Pastete. So sieht's fast aus. Ja, wird es. Okay. Ah ja, jetzt kommt eine Eipaste darüber. Wenn man gerade so langsam ist, weiß ich auch nicht. Entweder es liegt am Spiel oder daran, dass ich. Ja, ich. Was heißt nebenbei am Rendern? Hab ziemlich viel. Ja, wie soll ich sagen? Ich habe ziemlich viel Speicherplatz verbraucht, weil ich jetzt noch so viel Rohmaterial habe, was ich noch rendern muss. Das werde ich dann auch irgendwann mal in Angriff nehmen. Ich denke wahrscheinlich, nachdem ich den ganzen Kram hier aufgenommen habe. Und ja. Gut. Jetzt kommt wieder unser aller Lieblingspart. Wir stehen vorm Ofen und gucken unserem Kuchen beim Backen zu, weil wir ja auch sonst nichts zu tun haben. Yay. So, stell halt mal ab, danke. Ja. Yay. Und das war's. Mein Rhabarberkuchen ist fertig. Dafür habe ich wieder 5 Punkte auf meinem Jetzt Spielen Account bekommen. Yay, 5 Punkte für den Gamerscore. Und ja. That's pretty much it. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Let's Brutzel. Bis dahin, Leute, haut rein.